Hast du mal in deinen Impfpass geschaut, ob bei dir alle empfohlenen Impfungen durchgeführt wurden? Und weißt du auch, was bei einer Impfung im Körper passiert? Oder welche Impfstoffe es überhaupt gibt? Das alles werde ich dir in diesem Video erklären. Hast du eine Idee, wie man überhaupt darauf gekommen ist, dass es so etwas wie Immunität gibt, die den Körper vor einer Infektionskrankheit schützt? Menschen, die im 18. Jahrhundert eine Pockeninfektion überstanden hatten, waren ein Leben lang vor einer erneuten Pockeninfektion geschützt. Sie waren also immun geworden. Ein englischer Arzt führte dann im Jahr 1796 die erste Impfung durch. Er übertrug harmlose Kuhpocken. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com